Wir befinden uns heute da im E-Board-Museum in Klagenfurt. Was verbirgt sich denn eigentlich hinter diesem E-Board-Museum? E-Board-Museum, das Wort allein ist schon eine Erfindung vom Besitzer, Gründer und Hauptorganisator dieses Museums, vom Gerd Prix. Früher hat es geheißen Keyboard-Museum. Nachdem aber Keyboard heutzutage ziemlich viel bedeuten kann, vom Computer-Keyboard über Ziehharmonika-Keyboard. Und die Geräte, die wir hier stehen, haben ausschließlich elektrisch oder elektronisch funktionieren, haben wir beschlossen, das ganze E-Board, also elektrische Keyboards, E-Board-Museum zu nennen, damit es definiert ist. Und was für E-Boards findet man da vor? Gibt es spezielle Stücke? Es gibt von jedem etwas und das relativ viel. Also wir sind mittlerweile Europas, glaube ich, einziges und größtes Museum dieser Art. Wir beginnen mit den 30er Jahren. Da hat der Herr Lawrence Hammond seinerzeit eine Orgel erfunden, die logischerweise Hammond-Orgel heißt, aus dem Jahr 1934. Das Modell haben wir auch hier im Museum stehen. Und es geht eigentlich stufenlos durch bis in die Neuzeit. Überall interessante Stückerl. Wie gesagt, das ist für die Keyboard-Freaks das Paradies, weil die Palette relativ breit gefächert ist. Also es gibt sowohl Effektgeräte, Rhythmusmaschinen, bis zu komplizierten elektrisch und elektronisch betriebenen Keyboards. Das 1987 gegründete E-Board-Museum in Klagenfurt, welches 2003 in das heutige E-Board-Museum umbenannt wurde, ist ein wahres Eldorado für Liebhaber und Virtuosen der schwarz-weißen Tasten. Wie kommt man heute noch zu alten Keyboards und wie viele stehen hier im Museum? Zu den wie viel gibt es hier? Ausstellungsstücke haben wir 1500 und noch etwas, wächst täglich, mittlerweile schon Platznot. Und finden, dazu muss ich vielleicht zurückgreifen zur Geschichte des Museums. Es war eigentlich nie geplant, ein Museum dieser Art zu gründen. Das hat sich dann automatisch ergeben, da sowohl der Gerd Prix als auch ich, also wir kennen uns schon ewig lang, wir sind beide professionelle Musiker und wir haben kaum Instrumente verkauft und dann haben sie die irgendwann einmal angesammelt und Anfang der 80er Jahre ist dann der Gerd die Idee gehabt, da könnte man eigentlich das Ganze öffentlich zugänglich machen, weil es sind doch schon einige Vintage-Geräte dabei. Ja, und so wurde die Idee eines Museums geboren. Dieses Museum ist jetzt ja nicht nur ein reines Museum, da gibt es ja, glaube ich, auch noch einen Service, wo man sich etwas mieten kann, ausborgen, ist das richtig? Ja, also durch das, dass wir Musiker sind, werden wir sehr oft angesprochen, ob es irgendwelche, besonders wenn internationale Stars unterwegs sind, sei es jetzt Joe Cocker oder Santana oder Van Morrison, die immer wieder zurückgreifen, wenn sie irgendwelche Gusto-Stückchen, meistens sind es Klavinett oder Hammond, Rhodes, Pianos, Moog-Synthesizer. Und wenn sowas fehlt, dann sind wir immer die erste Anlaufstelle und das sind schon einige Geräte, Icon Kleiner Turner und so, haben wir mittlerweile schon einen guten Ruf. Es ist ein Aktivbereich hier. Es kommen viele Kinder, es kommen viele Schulen, HTLs und technische Hochschulen. Und es kann jeder jedes Gerät probieren. Es sind ungefähr 80% der Geräte, die wir hier haben, restauriert und einsatzfähig. Und man kann alles probieren, man kann alles einschalten, man kann Tonvergleiche machen, man kann fotografieren. Und jeden Freitag zum Beispiel haben wir hier Live-Veranstaltungen verschiedenster Art, von Jazz über Folklore, Rock, Pop. Und es werden meistens auch Geräte hier vor der Sammlung eingesetzt und präsentiert. Und das gefällt den Leuten sehr gut, weil die verbringen da stundenlang und erforschen das ganze musikalische.
besonderes Museum. Jetzt haben wir schon gehört, da kann man auch anfassen, was man ja sonst bei Museen ja nicht so kann. Wie schaut es denn aus mit Erwerben? Kann man auch das eine oder andere Stück erwerben? Zum Thema Anfassen, man soll es anfassen, damit die Leute einmal Spielgefühl kennenlernen. Man kann Tastaturen vergleichen, man kann Effekte vergleichen, Sounds. Und was das Erwerben dieser Teile betrifft, muss ich leider sagen, nein. Also jedes Gerät, das hier einmal landet, kommt hier nicht mehr heraus. Wird restauriert, wenn es irreparabel ist, dann bleibt es als Ersatzteilspender im Lager, weil wir das immer wieder brauchen, weil gewisse Teile sind sehr schwierig schon aufzutreiben. Und na, das ist hier ein Endpunkt aller Instrumente. Bei einem Besuch des Museums, welches täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet hat, sollten Sie ausreichend Zeit einkalkulieren. Denn wenn Sie erst einmal den Zeittunnel der elektronischen Musikgeschichte betreten haben, verliert Zeit leicht ihre Gültigkeit.